Ja, und ein Hallo, Freunde, zu einer Runde World of Warships, heute direkt vom Schlachtfeld wieder St. Louis. Da macht ich nehme wieder eine Runde auf. Und wir spielen hier. Ja, wir 6 St. Louis gegen 3 St. Louis und 2 Denius. Schaut also gar nicht so schlecht aus für uns eigentlich. So, da drüben ist irgendwo eine Chester gewesen. Der hat sich ja wieder versteckt. Da werden wir hier mal auf den Kollegen zielen. Schauen wir, ob wir da was treffen. Kommen wir über den Berg. Na, knapp nicht. Wo ist er? Da kommt er schon wieder. Jetzt dreht er aber ein bisschen ab, glaube ich. Ah, da sind wir mal getroffen. Ja, das ist ein bisschen weit. So, da ist aber ein Zerstörer. Der wäre jetzt geil, wenn der kommt. Yes! Da hat er, den hat er müssen einstecken. So, da kommen ja schon die nächsten Schiffe. Die verstecken sich aber da hinten. Boah, da geht es ja schon rund hier. Der schießt ja Richtung zu uns, ist jetzt aber weg. Oh, da hinten, ja. Aber unser Hauptstreit macht es eh hier. Da werden wir gleich ein bisschen mitwirken. Beziehungsweise werden wir den eventuell eine einschenken. Ah, sehr geil. Schicken wir mal der Chester rein. Geht doch. Setzen wir es mal ein bisschen unter Dauerfeuer. Ja, das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Da bekommt jetzt auch von den anderen ein paar eingeschenkt. Bewegt er sich jetzt schon, oder? Ja, so genau sind unsere Schüsse anscheinend gar nicht. Die halten da voll gerade drauf eigentlich. Geht eigentlich. Und wir sind im Dauerfeuermodus. Finde ich sehr geil. Aber warum fährt er eigentlich gar nicht? Das ist ja witzig. Ja, so hin und wieder trifft schon eine auch. Ah, nichts, jetzt kommt der Berg. Shit. Zurück, 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 zurück. Nein! Nicht jetzt! Ah, bin ich ein Idiot. Bin ich ein Idiot. Jetzt schenke ich freiwillig den Kill hier. Da ist er raus. Super, das war mein Kill. Aber egal. Oh, es geht da drüben ab. Ich würde sagen, wir schießen mal auf die... St. Louis, die nehmen wir mal vorher raus, bevor wir ein Schlachtschiff rausnehmen. Allemal, da draußen ist auch noch einer in der Reichweite. Der schießt auch gerade nicht wirklich auf uns. Wir haben da eine Insel auch noch in der. Deckung bei uns ein bisschen auf der rechten Seite von uns gesehen. So, was ist mit denen da drüben eigentlich? Oh, da ist noch eine St. Louis. Ah, da ist das Heck gewesen. Schieße mal auf den. So, gleich einmal ein bisschen eindrehen. Und da hat er mich schon ein bisschen auch, ja.
So, Freundchen. Du bekommst auch ein Bein geschenkt. Jawohl, Türme weg bei ihm. Wäre er weiter so, dann können wir ihm da noch weiter einschenken. Jawohl. Ah, das geht mit dem Leuchtturm, wenn wir nicht kommen, oder? Ah, doch, ein bisschen. Wo sind meine ganzen Schiffe hin? Und da links ein Schlachtschiff. So, jetzt haben wir ihn wieder. Kleines Duell mit der anderen St. Louis. Da fallen bei ihm hintereinander die Kanonen aus. Ein Feuerwerk hier. Und jetzt ist er hinter der Insel. Zieltreffer in Brand gesteckt. Der gehört uns, Leute. Weit und breit von uns eh keiner zu sehen. Ah, da hinten ist noch ein Kreuzer. Der schießt. Ah, jetzt die St. Louis. What? Das war, glaube ich, das Schlachtschiff. So, vorher nehmen wir aber die St. Louis raus. Löschen tun wir auch. Da haben wir das Schlachtschiff eine mitgegeben. Aber der muss eh. Ah, da ist das Schlachtschiff, glaube ich, eh raus. So habe ich gesehen. Ah, da ist er. Da ist er. Nein! Ich Idiot. Und irgendein Schiff habe ich zerstört. Hä? Ach so, ihn. Okay, ja. Gut, dass ich auch mitbekommen habe. Ah, da drüben. So, du bekommst auch noch ein paar Retour. Was du mir vorgegeben hast. Zack. Na, geht doch. Machen wir da bitte einen auf Dauerfeuer. Ja, sicher, oder? Bist du eh gleich weg. Yes! Heute mal ein bisschen Glück mit den Kills. Oh, da hinten sind glaube ich gerade ein paar Torpedos eingefahren. F14 da hinten, die Denio. Oh, oh, oh. Ja, wir haben eindeutig zu viele Leute St. Louis in unserer Reihe gehabt. So, wo sind wir denn? 14, 9. Da ist irgendwo ein Zerstörer, die Vickers. Ja, mit amerikanischen Zerstörern komme ich nicht so zurecht. Ich will einfach Top-Torpedos haben. Mit den Geschützen, das ist nur im äußersten Notfall, dass ich die brauche. So, wir werden jetzt ein bisschen eindrehen, dass wir da auch ein bisschen weiter noch wieder ins Geschehen jetzt kommen. 7 zu 3, schaut ganz gut aus für uns in der Runde. Let's Cap. Nein, ich will Let's Zerstören, nicht Let's Cap. 10 Minuten noch, da brauchen wir noch nichts cappen. Das können wir dann noch immer machen. Ah, wenn wir nicht so langsam wären mit der St. Louis, das ist ja auch sein Dilemma. Und eine South Carolina noch, die wird auch hart. Aber da, der können wir noch ein paar Treffer einschenken. 66 haben wir eh schon. Und für 66 Treffer nur einmal kritisch und einmal im Brand ist eigentlich gar nicht mal so viel, witzigerweise. Ist da schon wieder ein Patch draußen und ich habe es nicht bemerkt, oder wie schauen wir aus? Nein, nicht, der cappt wirklich, ich glaube es nicht. Eieiei, da ist eine St. Louis, die hat gerade wieder ein paar Torpedos eingefangen, so wie es ausschaut. Da dürfte der eine Zerstörer von uns ganz gut unterwegs sein. Ja. Das kann ja auch passieren, dass man ein bisschen herumschippern muss wieder, bevor man da... wieder weiter nächste Schiffe sieht. So, der Cap, ja gut, dann schenkt mir da der South Carolina noch ein bisschen was ein. Genau, wir könnten einmal PP testen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher dafür. Das macht man dann einfach im Endeffekt zu wenig Schaden. So, jetzt kassiert er aber, glaube ich. Er brennt. Ein paar Treffer hat man schon wieder. So, vom Radar schauen. Ist da noch irgendwer?
Fahrzeug abgebremst, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. U6,8, der ist aber dann verdammt nahe schon auch. Ah, der Cap. Ah, den haben sie beschossen. Sehr gut. So, jetzt ist sie gleich raus da hinten wahrscheinlich. Eieiei. Ei, ei. Ah, da fährt eine Tenue. So. Okay. Haben wir noch am Radar irgendwo ein Schiff? Oh, der ist da ganz rechts. Ah, da ist er. Chester. Schauen wir mal, ob wir den erwischen. Ja, ich brauche nichts einnehmen jetzt. Ich will da noch ein paar Treffer setzen bei der Chester. Vielleicht kriegen wir den noch. Ja, 75 Treffer ist okay. Gut, die Kills, das ist auch immer phasenweise Zufall. Ist aber, sag ich mal, relativ egal. Aber von den kritischen und das muss ich sagen, ist ein bisschen wenig gerade für die ganzen Treffer, was wir da gesetzt haben. So, jetzt ist er da irgendwie von unserem Radar verschwunden. Aber der wird doch nicht zum Cap da drüben fahren, oder? Gibt's ja nicht. Aber wenn wir jetzt da fahren, fährt er wahrscheinlich genau hier rechts vorbei, weil da fährt er ja in sein Verderben mit einer St. Louis und einer South Carolina da auch. Kann ich mir das auch nicht ganz vorstellen. Ja, ihr könnt es ja eh locker vorspulen, das ist ja eh nicht das Thema. Wo ist er? Da haben wir schon, jawohl, und da können wir schon einmal unter Beschuss nehmen. Wunderbar. Ah, da steht er. Kommt sogar ein Treffer. Ich hoffe, er bleibt noch stehen. Sehr gut. Aber sieht man, wie genau der steht, und ich treffe eigentlich nicht wirklich. Hier drüber. Der geht wieder vorne hin. Unglaublich. Der trifft auch nicht. So, jetzt warte ich aber mal und... Ah, ist der jetzt AFK gegangen oder was? Na, das kann natürlich auch sein. Aber warum man nicht einfach weiter probiert zum Schießen? Ah, jetzt haben wir einen in Brand gesteckt. Na toll. Ja, und da kriegt er den Kill. Na, ist klar. Naja, der wird näher dran gewesen sein da hinten. Gut. Doch wieder eine St. Louis-Runde. Weiß nicht, wann ich es hochlade und so und wie, was, wann, wo. Ja, der hat 5 hier. Eieieiei. Na gut, die Kills, wie gesagt, das ist wieder so eine Sache. Oder wird er sich ein bisschen auch drauf spezialisiert? Gut, von den Punkten her sind wir da gar nicht so weit weg. Die waren ein bisschen schwach. Ausführlicher Bericht. 30.000 Schaden. Ja, ich weiß noch nicht mit dem AB, das muss ich mal noch irgendwo durchlesen oder schauen. Ich will da nie, weil... Gut, jetzt wäre es egal gewesen, weil wir haben nur 2 kritische Treffer gehabt. Aber wenn der nicht viel mehr Schaden macht... Ja, theoretisch sagen wir es ja, die AB gegen schwerer gepanzerte Schiffe, aber... Puh. Vielleicht das, was mal gegen Schlachtschiffe, wenn wir hier noch unterwegs sind. Mal schauen, wie viel Damage der macht. Oder schauen wir es einmal in aller Ruhe an. Genau, das können wir auch machen. Gegen die Bots. Eine Partie nur mit AB mal schauen. Und bei den Treffern dann im Vergleich, wie viele der raushaut. Zum Beispiel gegen die gleiche Klasse. Gegen ein anderes St. Louis. Und dann gegen ein Schlachtschiff. Nur zum Schauen. Würde mich interessieren. So, 26 Treffer haben wir da unversenkt. Haben wir den auch hier. Die St. Louis war das. Sonst habe ich da gar nicht so viel Treffer. 4? 6? Ah, da geht's noch weiter. 26 und 4, das war jetzt eher zum Schluss noch. Der war AFK, glaube ich. Glaube ich zumindest war, ja. Warum? Freiwillig stellt er sich ja nicht hin. So, aha. Erhaltener Schaden 10.000, der hat mit AB geschossen.
Aber wenn man sieht, 7 Treffer und da hat aber 5000 und hat noch die Chance auf kritische Treffer, muss ich sagen, ist AB momentan, also gegen mich zumindest. Das kann nur die andere sind Louis gewesen sein. War das eigentlich nicht so klug. Und Punkte auch wieder. Gute Punkte. Genau. Sehr schön. Ja, dann darf ich mich bedanken. Das war's. Wieder eine Runde St. Louis. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Danke fürs Einschalten.